Hallo Teichfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Blog von Wichert und Steher Teich- und Gewässerservice. Heute geht es um den Lachs, denn der Fisch ist Fisch des Jahres 2019. Vorab ein paar allgemeine Informationen zum Lachs. Der Lachs ist ein salmonidenartiger Fisch. Der lateinische Name ist ganz einfach Salmo salar, kommt in mehreren deutschen Flüssen wieder vor, zum Beispiel in der Sieg, im Rhein oder in der Elbe oder im Lachsbach. Dort ist der Fisch heutzutage wieder heimisch. Der Lachs kann ungefähr 1,50 Meter groß werden. Was gibt es noch dazu zu sagen? Ist ein recht sauerstoffbedürftiger Fisch, ein beliebter Angel- und Speisefisch. Dem Lachs wird eigentlich immer oder ist so das Symbol für gute Wasserqualität und ein funktionierendes Ökosystem. Die meisten von euch kennen den Fisch wahrscheinlich als Filet auf dem Teller, ist sehr wohlschmeckend und gilt leider als bedrohte Art. Bereits 1880 registrierten die ansässigen Fischer an der Elbe einen starken Rückgang der Lachspopulation. Das führte so weit, dass seit ungefähr 1947 dieser Fisch als ausgestorben galt und ziemlich genau 1931 wurde beim Meißen das letzte Tierfoto dokumentiert. Und dann kam es zu einem Wiederansiedlungsprojekt vom Lachs, das nennt man Lachs 2000. Das Ziel des Wiederansiedlungsprojektes Lachs 2000 ist der Aufbau eines sich selbst reproduzierenden Lachsbestandes in der Elbe und dessen Nebenflüsse. Man begann 1994 bzw. 1995 mit der Wiederansiedlung, indem man kleine Lachsbrütlinge in den Lachsbach und dessen Nebengewässer aussetzte. Der Lachs durchläuft einen interessanten Zyklus, den wir euch an einer kleinen Bebilderung veranschaulichen möchten. Dieser beginnt quasi mit dem Schlupf der kleinen Lachsbrütlinge, diese nennt man Alevin. Bis der Dottersack aufgebraucht wird, dann nennt man die kleinen Lachsbrütlinge oder die Lachsbrut schon Frey. Das sind quasi kleine Lachse, die ihr Laichnest oder ihre Laichgrube verlassen haben und beginnen sich dann zum Beispiel von Zooplankton zu ernähren. Die weitere Phase ist dann das Paarstadium. Das sind kleine Lachse, die auf den Seitenlinien oder man kann sagen auf den Seitenlinienorganen lauter dunkle Flecken haben. Das sind die sogenannten Paarflecken. Dann sind die Lachse auch meistens schon 1 bis 2 Jahre alt. Dann beginnt die sogenannte Smoltifizierung. Das heißt, die kleinen Lachse werden dann komplett glänzend silbrig, sind dann etwa 12 bis 20 cm auch schon groß und wandern dann Richtung Meer ab. Weil der Lachs ist ja ein anadromer Wanderfisch. Dort im Meer ernährt er sich räuberisch, hat ein großes Wachstum dadurch, kommt allerdings auch oder einige Tiere nach einem Jahr bereits zurück. Dann nennt man diese Fische Grilse. Das sind wie gesagt Fische, die nur ein Jahr im Meer waren, beziehungsweise dort, man kann sagen, überwintert haben. Dann das nächste Stadium wäre die Multisea-Winterfische. Das sind halt Fische, die mehrere Jahre im Meer gelebt haben. 2 bis 3 oder 4 Jahre, wandern dann wieder zurück den Fluss aufwärts, hier als Beispiel ja die Elbe, beginnen dort das Laichspiel, die Fortpflanzung und schlagen zunächst große Laichgruben, wo sie dann die Eier ablegen. Dann beginnt eigentlich der Kreislauf von vorn, aber eins noch gesagt, die Fische, die Lachse, nach dem Laichspiel, nach der Eiablage, sterben sie ja wieder. Dann nennt man diese Fische Kelt. Das so viel zur Begriffserklärung. Auf der Abwanderung gibt es noch einige Hürden, die Fische natürlich nehmen müssen. Zum Beispiel über Wehre hinab sich stürzen, ganz schön waghalsig, die kleinen Tiere. Dann aber auch an Kraftwerke vorbei. Kraftwerke
produzieren Strom und müssen, die müssen ja die Kraftwerke kühlen. Und so ein Kraftwerk wird ja dann quasi Kühlwasser aus einem Fluss entnehmen. Da kann es natürlich mal möglich sein, dass so ein kleiner Lachs zu Schaden kommt. Das sind so die Hürden, die so ein kleines Tier dann nehmen muss. Und als kleine Info noch, so ein kleiner Smolt, der abwandert, schwimmt nicht, wie man denkt, mit Kopf voraus, sondern sie lassen sich einfach mit der Strömung treiben. Sie driften, kann man sagen, rückwärts Richtung Meer. Ich hoffe, euch hat das Thema Lachs als Fisch des Jahres 2019 gefallen und ihr konntet ein bisschen was lernen. Des Weiteren möchte ich allen Wiederansiedlungsprojekten viel Erfolg wünschen, beziehungsweise allen Beteiligten in Nordrhein-Westfalen, in Brandenburg und Sachsen, auch natürlich den Tschechen, viel Erfolg weiterhin. Und somit möchte ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal.